Grüß Gott, ich will euch einen DM-Haul zeigen. Ich weiß, ich bin böse, ich habe erst vor kurzem ein Koffert-Video online gestellt, aber ja, es geht auch um Juli, also ist das schon okay. Ich habe eine ganze Tüte und eine Mickey-Maus-Tüte. Ich war nämlich hier mit der Tüte da bei einem DM mit meiner Cousine und mit der anderen war ich gestern mit dem Roman unterwegs. Ja, und wie der Roman mit mir war, bin ich ein bisschen ausgeartet. Bei der Min war ich ein bisschen braver, aber wie der Roman mit war, habe ich ein bisschen, ja, lost my mind. Aber die Rechnung muss ich aufheben. Aber fangen wir mal an. Also ich habe mir beim DM, wo die Min mit mir mit war, ganz, ganz viele Badezusätze gekauft, weil ich keine mehr hatte. Klingt komisch, ist aber so. Aber jetzt habe ich wieder in Hülle und Fülle, muss mir mal wieder keine kaufen. Ich habe mir den natürlich gesund fühlen, aktiv und vital Badeding gekauft. Das ist so eine Tablette. Ja, weil in letzter Zeit kriege ich so oft Schnupfen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du dir mal sowas. Ihr wisst schon, ich habe irgendwie den Faden verloren, deswegen kaufe ich mir mal sowas so. Badezusätze bin ich eh brav, da komme ich ja auch eine lange Zeit damit aus. Dann habe ich noch einen vom Balea. Ich finde das gut, dass die jetzt endlich mal zu uns kommen sind, weil ich habe die damals nur in Kleinhagsdorf mir kaufen können und jetzt gibt es sie endlich auch bei uns. Das sind Badebeeren Tiefe Entspannung mit Orchidee und Vanille. Ich bin gespannt, ob mir das gefällt, weil ich mag ja diese blumigen Düfte nicht so. Deswegen habe ich auch nur jeweils eins immer mitgenommen, weil ich es mal testen wollte. Dann Badesalz, sinnliche Auszeit, Kokos- und Lilienduft. Das sieht so aus. Ich habe es mir natürlich mitgenommen wegen Kokos. Irgendwo muss noch ein Balea sein. Ja. Dann habe ich noch einen mitgenommen, erholsame Momente, Granatapfel und Orangenblüten, oder? Nein, Orangenduft nur. So. So sieht der aus. Also ich bin echt gespannt, wie die sind. Und ja, ich werde euch dann im Aufgebaut-Video erzählen, wie die waren. Als nächstes habe ich noch von Trekking Moon ein Mini-Duschgel mir gekauft. Ich wollte das probieren. Ich finde den Duft irgendwie ekelhaft, aber ich wollte das irgendwie trotzdem probieren. Buh. Okay, na, ich bin gespannt, wie ich das finden werde. Das ist dieses Litchi-Duschgel in klein. Ja. Ich habe irgendwie gern die Trekking Moon Sachen zuerst in klein, damit ich die mal testen kann. Und dann überlege ich immer, ob ich sie mir nachkaufe. Ich finde das irgendwie praktischer, aber ich kann es mir auch einbilden. Dann gab es ganz, ganz viele neue Dreckspatz-Badezusätze. Und ihr wisst ja, glaube ich, dass ich die total gerne mochte früher, aber haben die leider auflassen, weil die Verpackung war auch ganz anders. Und ich finde die Verpackung jetzt viel, viel schöner. Einmal habe ich mir Träumgut gekauft. Das sind aber so Seifenbäder, also wie die von, wie heißen die Marke? Alverde, glaube ich. Genau so. Ich bin echt gespannt auf die. So sieht der mal aus. Achtet nicht auf meine Nägel, die sind katastrophal. Dann habe ich noch den Ich hab dich lieb. Der sieht so aus. Dann hab Mut. Der sieht so aus. Sind die so niedlich irgendwie, kann man nicht helfen. Werde stark. Der sieht so aus, der ist grün. Und dann gibt es hier noch von denen diese beiden Tabs noch. Da steht einmal drauf, alles wird gut und einmal tauch ein. Süß. So sehen die aus. Also ich bin echt gespannt, wie die sind. Die damaligen mochte ich ja auch total gerne, die es da gab. Also die alten Varianten. Da gab es ja einen Mandarine, glaube ich, hat der geheißen, den mochte ich am liebsten. So. Dann war ich ja gestern mit dem Roman unterwegs, da habe ich auch ein bisschen mitgefilmt. Ich gebe mir Mühe jetzt wieder ein bisschen mehr für einen anderen Kanal auch zu filmen. Tja, und so ist das dabei rauskommt. Die Tüte finde ich voll schön, weil die so mintgrün ist und ich liebe diese Farbe. Ja, das Problem war leider, es war ganz schön viel reduziert beim DM. Wir haben sich auch extrem lange Zeit lassen. Also ich zumindest. Ich hoffe, dass er den Roman nicht gestört, aber er kennt mich und er schaut ja auch so gerne wie ich. Aber ich musste unbedingt alles durchgucken, weil ich habe ganz viele Sachen gefunden, die reduziert waren. Ganz, ganz viele. Und da hat die liebe Shay zugeschlagen. Leider geht dieses Deo raus. Das ist das heißgeliebte Zuckerschnute von mir. Das wurde um 60 Cent reduziert. Und deswegen habe ich mir da gleich zwei mitgenommen. Ihr wisst ja, ich bin der Zuckerschnute-Liebhaber hoch 10.
Und ich wollte mein letztes Backup von dem jetzt bald anfangen und habe halt gesehen, dass sie rausgehen und habe mir dann noch zwei mitgenommen. Das musste sein. Tut mir wirklich leid. Dann habe ich hier noch Badezusätze. Die waren nämlich um 2,50 reduziert von TT-Sept. Da ist einmal drinnen Buttermilch-Zitrone, Pfirsich-Vanille und Champagner-Beere, Creme de Cassis. Okay, interessant. Ja, so sieht das aus. Das musste ich unbedingt haben. Ihr wisst ja, ich bin ein Badezusatz-Stanky. Aber jetzt habe ich wieder genug Badezusätze, falls euch das nicht aufgefallen ist, weil das sagt uns auch dieses Teil hier. Das sind von Kneipp Badezusätze und ich hatte die, glaube ich, noch nie. Nein, Kneipp hatte ich, glaube ich, noch nie. Da sind vier verschiedene Sorten drinnen. So sehen die aus. Und ich bin mir sicher, ich habe die noch nie gehabt von Kneipp. Und deswegen wollte ich die unbedingt mal ausprobieren, wie die sind. Und außerdem waren die um 3 Euro reduziert. Kann man ja nichts Negatives sagen, oder? An dem Ding konnte ich nicht vorbeigehen. Das ist ein Cremebad von Valea. Das riecht nach Waikiki Coconut. Da steht gar nicht, naja, da steht nur Coconut drauf. Auch schön. Das riecht sowas von geil nach Sommer. Ich bin so verliebt in das. Weil das andere mochte ich irgendwie nicht so gern. Und deswegen habe ich mir das halt mitgenommen. Eigentlich sollte ich mir ja sowas nicht kaufen, aber who cares? Dann habe ich mir noch mitgenommen, da werde ich ihn wieder aufheben, ich habe endlich diese Limited Edition gefunden, mit diesen Vögeln drauf, da ist ein Papagei drauf. Ja, das ist das Rasiergel Peppiger Papagei mit Nektarine und Kaktusfeigenduft. So sieht das aus. Ich wollte das irgendwie unbedingt haben, weil ich mag diese Limited Editions von Balea so gerne. Ich habe zwar genug Rasiergel, aber ich konnte an dem nicht vorbeigehen. Dann habe ich noch von dieser Limited Edition mir das Shampoo mitgenommen. Das Duschgel habe ich stehen lassen, da bin ich echt stolz auf mich, aber das Shampoo habe ich mitgenommen. Das habe ich nämlich zuerst im Regal gesehen, dann habe ich den ganzen DM abgesucht wegen dieser LE und habe sie dann Gott sei Dank gefunden. Ich habe das auch gestern auf also, beziehungsweise wenn ihr das seht, das Video ist das gar nicht mehr auf Snapchat und so, aber ich habe das auf Snapchat gepostet. Irgendwas hatte ich ja noch von der Kollektion, ja. Ich habe mir auch das Deo mitgenommen. Putziger Paradiesvogel steht da drauf, mit Limette und Guarana-Duft. Keine Ahnung, was Guarana ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja ein Limette-Deo jetzt noch aktuell in Verwendung und das wird bald leer und ich könnte heulen, weil ich fand das so gut. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Boah, das riecht ja echt gut. Wow, das riecht wirklich, wirklich gut. Das riecht echt gut. Es ist zwar wenig drinnen, glaube ich. 150 Milliliter. Ich muss schauen, ob ich das nochmal kriege, weil das riecht echt geil. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ja jetzt noch andere. Aber ich habe eh Gott sei Dank nicht mehr so viele Sprühdeos. Ich habe jetzt noch zweimal das Zuckerschnute und dann noch das als Backup. Weil das andere Zuckerschnute werde ich ja bald anfangen. Also das könnte ich mir noch bunkern. Wenn ich es irgendwo anders in einem DM finde. Mal schauen. Wenn nicht, frage ich ihn Roman, ob wir wieder zu den DM fahren. Weil der ist nämlich weiter außerhalb und da hat die ganzen Sachen noch lagernd gehabt, weil da kommt halt niemand wirklich so hin. So. Dann habe ich mir noch die Cremeseife mitgenommen und ich glaube, die Verpackung werde ich mir eine Weile aufheben, obwohl ich gerade sehe, dass meine Verpackung ein bisschen verschoben ist. Seht ihr das? Das Design ist ein bisschen verschoben, oder? Oder gehört das so? Ich weiß es nicht. Aber die raucht sowas von gut, deswegen musste ich sie mir mitnehmen. So sieht die aus. Die ist mit Maracuja und Cassis-Duft und ich finde die so geil. Und die Verpackung ist so schön. Die musste ich einfach mitnehmen, da blieb mir nichts anderes übrig. Dann habe ich mir noch gekauft, und ich weiß nicht, warum das so offen ist da. Das fand ich auch sowas von süß, habe ich noch nie gesehen beim DM. Make-up Blender, 2,45 hat der kostet. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, das ist ein Makaron. Könnt ihr das sehen? Den fand ich sowas von süß und der war relativ weich. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du den mal mit. Weil der ist wirklich weich. Der ist echt weich. So sieht er aus. Ich finde den sowas von cool. Der riecht auch komisch, aber ich finde den echt cool. Ich hoffe, der hält mir ein bisschen länger, weil ich muss mir wieder neue Make-up-Beauty-Blender kaufen, weil die werden alle kaputt. Und ich fand den sowas von zuckersüß, deswegen musste ich den mitnehmen. Ich habe leider nicht noch mehr gefunden, sonst hätte ich mir noch einen mitgenommen. ja, dann habe ich mir einen Schaumfestiger mitgenommen. Eigentlich wollte ich meinen anderen jetzt heute reintun, aber ich habe vergessen.
vollkommen vergessen. Der riecht nach Vanille, weil es der letzte war, habe ich ihn mitgenommen. Den, ja, weil es der letzte war. Sonst mache ich das ja nicht. Ich habe nämlich noch einen Schaumfestiger und ich brauche das nicht so oft, aber ich wollte ihn unbedingt haben. Das war dann wieder der alte Shea-Style, der was da irgendwas kauft, was ich eigentlich nicht brauche, aber egal. Dann habe ich mir noch gekauft. Das habe ich mir ausnahmsweise mitgenommen, weil ich ja bei dem DM, wo wir waren gestern, gab es diese Duschlotion Kokos Vanille nicht. Und ich wollte die aber nochmal haben, weil meine ist bald leer. Weil ich die dort aber nicht gefunden habe, da gab es nur die Vanille und die Vanille mag ich nicht. Klingt irgendwie unlogisch, aber okay. Habe ich mir die mal mitgenommen. Ich weiß, dass eine Freundin von mir die sehr, sehr gern mag. Das ist die Nivea Kakao und Milch Duschlotion. Ich weiß, die passt überhaupt nicht in die Jahreszeit, aber ich wollte die unbedingt mal probieren. Weil so in der Verpackung riecht die gar nicht schlecht. Die hatte ich noch nie. Und ich glaube, die gibt es auch noch bei Müller auch. Also das heißt, vielleicht finde ich einen Ersatz. Ich hoffe es. Es macht mich langsam echt wütend. Könnt ihr euch das vorstellen? Es macht mich wirklich langsam wütend. Dann, und auf das bin ich so, so stolz, ich habe gesehen, dass bei Tracky Moon das neue beim DM schon einsortiert war, wo wir gestern eben waren. Ich habe das auch auf Snapchat und Instagram in der Story postet und habe gesehen, dass sie das Marshmallow Heaven um 2,50 Euro reduziert haben. Das musste ich mir mitnehmen. Ihr wisst ja, ich habe das ja noch nicht so lange her, habe ich es aufgebraucht in klein. Ich musste das haben. Wenn das mir leer geht, werde ich sowas von flennen, weil das so geil riecht. Das ist einfach der Oberhammer. Ich finde das eh unfair, dass das rausgegangen ist, weil da stand nicht dabei, dass es nur für kurze Zeit erhältlich ist. Und das ist eines, das mag ich wirklich, wirklich gerne von Tracky Moon. So wie dieses Apple Pie Hacks, das mochte ich auch so gern. Und jetzt habe ich es endlich reduziert gekauft, weil im Originalpreis hätte ich es mir nicht gekauft, sage ich euch ganz ehrlich. Da wäre ich ein bisschen zu geizig gewesen, weil ich eh noch so viel Duschgel habe. Aber um 2,50 nimmt man das sich natürlich mit. Und ich hatte Glück und es war das Letzte. Ja, yeah, Applaus. Also, ja, dann musste ich es einfach mitnehmen. Ich habe mich umgedreht und das stand dort und ich, oh mein Gott, das muss ich sofort haben. Ich war so, so happy, dass ich das erwischt habe. Wirklich happy. Weil das ist mein absolutes Lieblingsduschgel von Tracky Moon jetzt zur Zeit. Also, das mag ich wirklich gern. Ja, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war wieder ein bisschen Sachen, die ich nicht so brauche. Aber diesen Beauty Blender, der ist doch echt geil, oder? Ich werde ihn vorher natürlich noch waschen, weil ich habe gesehen, da ist ein bisschen ein Fleck dran. Aber den fand ich echt cool. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm, den Einkauf. Ich finde, der ist noch normal. Naja, ich nehme es zurück. Er ist nicht wirklich normal. Aber ich habe auch viel reduziert gekauft. Also finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr den DM-Haul findet. Ich gehe so gern zur DM einkaufen, weil ich da so selten bin. Macht das so richtig Spaß, jeden einzelnen Gang durchzugehen. Und mir ist aber aufgefallen, dass ich leider meinen Duschpeeling vergessen habe nachzukaufen und den Rasierschaum Melone Kokos. Ich dumpfbacke. Durch diese ganzen reduzierten Sachen habe ich vollkommen drauf vergessen. Aber egal, ich komme ja nochmal zu DM, das macht ja nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr euch von DM zurzeit gekauft habt, wo ihr voll stolz drauf war, wie ich auf meinen Tracky Moon Duschgel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!